Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Deutschland hat sich zum Sehnsuchtsort entwickelt für viele Menschen außerhalb der Europäischen Union, aber auch innerhalb der EU. Seit der Wirtschaftskrise kommen immer mehr EU-Ausländer zu uns und bleiben auch hier in Deutschland. Waren es 2010 über 87.000, so sind es seit 2013 jedes Jahr knapp 300.000, letztes Jahr sogar fast 400.000 Menschen. Und diese europäische Zuwanderung hat sicherlich Gründe. Die Strahlkraft Deutschlands. Wir sind ein weltoffenes Land. Uns geht es gut, die Wirtschaft brummt und der Wohlstand steigt. Und weil dies so ist, können wir uns auch hier im Rahmen des deutschen Deutschlands ein höheres Sicherungsniveau leisten als viele andere Staaten in Europa. Und das löst natürlich auch einen Sogeffekt aus, und diesen wollen wir nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Zitat: Wirbel um Sozialhilfe für EU-Bürger, Zitat Ende, Zitat Zeit: Umarmt ihr Rumänen, Zitat Ende. Das waren einige der Reaktionen der Presse nach den Urteilen des Bundessozialgerichts von Anfang Dezember 2015. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ist abenteuerlich. Sie besagt, dass jeder EU-Ausländer sich Sozialleistungen ersitzen kann. Er muss bloß 6 Monate hier in Deutschland sein. Dieses sozialpolitische Ergebnis der Rechtsprechung ist nicht hinnehmbar. Deswegen korrigieren wir es. Es ist auch nicht mit dem Grundgesetz kollidierend, sondern wir korrigieren es. Das tun wir deshalb, weil wir zum einen unsere Kommunen vor ungerechtfertigten Mehrbelastungen schützen wollen. Und darüber bestand auch recht schnell Einigkeit innerhalb der Koalition. Dass es dann am Ende fast ein Jahr gedauert hat und es vor der Kabinettsbefassung dann auch noch mal zur Diskussion gekommen ist zwischen dem Bundesarbeitsministerium und dem Bundesinnenministerium, zeigt, dass es zwischen Union und SPD durchaus auch noch Unterschiede gibt, mit welcher Intensität Armutszuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme wirksam begrenzt werden soll. Die Haltung der CSU-Landesgruppe und der Union war eindeutig. Wir setzen alles daran, die Einwanderung in unsere Sozialsysteme zu verhindern. Jeder Missbrauch in diesem Bereich gefährdet die Akzeptanz der Freizügigkeit. Und es ist vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit gegenüber unseren Bürgern. Denn sie sind es, die mit ihrer Arbeitsleistung einen Beitrag für unsere Sozialsysteme leisten. Deshalb gilt für uns der Grundsatz: Nur diejenigen sollen in den Genuss von Sozialleistungen kommen, die hier leben, arbeiten und Beiträge zahlen. Wer doch zu uns kommt und hier nie gearbeitet hat, aber dennoch Sozialleistungen begehrt, für den soll es ein klares Stoppschild geben. Existenzsichernde Leistungen ja, aber nicht unsere Leistungen, nicht auf unserem Niveau, sondern die des Heimatlands. Und das ist das Signal, das wir aussenden mit diesem Gesetz in die Herkunftsländer: Armutsmigration nach Deutschland lohnt sich nicht. Und gleichzeitig ein klares Signal an unsere Bürgerinnen und Bürger: Zuwanderung in unsere Sozialsysteme wollen wir nicht, denn unsere Bürger sind es, die mit ihrer Arbeitsleistung unsere Sozialsysteme im Wesentlichen tragen. Wir haben in der Vergangenheit in diesen Bereichen schon viel erreicht: befristete Wiedereinreisesperren, stärkere Bekämpfung von Schwarzarbeit und Scheinselbstständigkeit und die Verhinderung des Doppelbezuges von Kindergeld. Alles Maßnahmen, die wir als CSU eingefordert, durchgesetzt und umgesetzt haben. Wir werden ja häufig gescholten für unsere klare Sprache, für pointierte Zuspitzungen, beispielsweise in Wildbad Kreuth. Aber letztlich, es kommt bei der Bekämpfung der Armutszuwanderung auch immer auf klare Worte an. Und am Ende zählt vor allem das Ergebnis. Wir sind erfolgreich im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger. Die Maßnahmen, die wir in der Vergangenheit durchgesetzt haben, innerhalb dieser Großen Koalition, sind richtig. Und auch der vorliegende Gesetzesentwurf ist richtig und dringend erforderlich, weil wir die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in diesen Fällen korrigieren. Was ist nun vorgesehen? Zum einen, die bestehenden Leistungsausschlüsse werden eindeutig geregelt und dem weiteren Erfindungsspielraum Kassels entsprechende Grenzen gezogen. Für die von den Leistungsausschlüssen betroffenen Personen gibt es Überbrückungsleistungen, also sehr wohl Leistungen, bis zur Ausreise und die Übernahme der angemessenen Kosten der Rückreise in das Heimatland. Die damit verbundene Botschaft ist auch klar:
den Weg nach Deutschland allein, um Sozialhilfe zu kassieren, kann man sich von vornherein sparen. Und erst nach 5 Jahren gewöhnlichen Aufenthalt ohne wesentliche Unterbrechung wird ein Leistungsanspruch gewährt, unabhängig davon, ob sich die Betroffenen rechtmäßig oder unrechtmäßig aufgehalten haben. Das war am Ende letztlich auch der kitzlige Punkt zwischen Union und SPD. Wir wollten allein auf einen rechtmäßigen Aufenthalt abstellen. Das ist auch sinnvoll. Der Gesetzesentwurf stellt nun auf den tatsächlichen Aufenthalt ab und differenziert nicht mehr zwischen rechtmäßig und unrechtmäßig. Allerdings werden die Zeiten, in denen sich Personen nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten, weil sie ausreisepflichtig sind, nicht auf den 5-Jahres-Zeitraum angerechnet. Am Ende kann man sagen, naja, warum einfach, wenn es kompliziert auch geht. Der gefundene Kompromiss mag eine Einigung erleichtert haben. Rechtssystematisch ist er deswegen nicht der beste Weg. Und bedauerlich ist auch, dass durch den Gesetzentwurf die bisherige Systemabgrenzung zwischen SGB II und SGB XII aufgehoben wird. Im Hinblick auf Überbrückungsleistungen bedeutet dies einen nicht unerheblichen bürokratischen Mehraufwand für Sozialamt und Jobcenter. Das wäre vermeidbar gewesen. Aber trotz dieser Schwächen, die Zielrichtung des Gesetzesentwurfs stimmt. Wir schließen mit dem Gesetzesentwurf durch das Bundessozialgericht geschaffene erheblichen Lücken im nationalen Recht. Die Kommunen werden vor Mehrbelastungen verschont. Und was natürlich auch schön ist, ein zentrales Anliegen der CSU-Landesgruppe wird umgesetzt. Herzliches Dankeschön. Zum Abschluss der Aussprache spricht der Kollege Markus Paschke für die SPD.